So, drehst nochmal schön um. Ich meine, wir sind, hocken jetzt in der ganzen, schon seit über einer Aufnahmesession da dran. So, komm, den Wind kriege ich hin. Ich wollte nicht eintinten, ich wollte, dass er schneller läuft und mir sagt, wo er hin muss. Sieh nur, Wolf, sieh nur. Das Wasser aus dem Bevasee. Sian hat in letzter Zeit schwere Herausforderungen zu bestehen. Der randalierende Wasserdach und dieser seltsame Nebel überall. Aber es ist egal, was für Herausforderungen sich uns stellen werden. Wenn wir eine nach der anderen bestehen, werden wir das schon alles überstehen. Ich schätze, meine Arbeit hier ist erstmal erledigt. Danke, Wolf, das hast du gut gemacht. Es ist egal, was für Herausforderungen sich uns stellen. Wenn wir eine nach der anderen bestehen, werden wir das schon alles überstehen. Ich schätze, meine Arbeit hier ist erstmal erledigt. Danke, Wolf, das hast du gut gemacht. Ja, gut. Ja. Das Wasser ist wieder da. Ist sogar hier in dem kleinen See jetzt das Wasser wieder da? Ja, Tatsache. Das heißt, wir können jetzt auf die andere Seite und gucken, ob wir die Brücke runterlassen können. Ignoriert einfach die letzte Folge. Die war furchtbar. So, da hast du dein Wasser, Kumpel. Hey, endlich ist es. Jetzt ist es bald soweit. Binkai, der fischende Mönch, erhebt Anspruch auf sein tausendstes Schwert. Wanderter Kriegermönch Binkai. Ich bin viel und weit gereist, um Meister des Schwerts herauszufordern. 99 Schwerter habe ich mir mit eigener Hand geholt. Aber jetzt, da ich alle besiegt habe, würde es wagen, sich mir zu stellen. Dieses letzte Schwert entzog sich mir. Ich brauche nur noch eins, um die 1000 zu erreichen. Und deshalb wandere ich ziellos umher, bis mich eine Legende die Stadt Sei anlockte. Es wird gesagt, dass ein lebendes Schwert in den Tiefen des Bevasees verborgen ist. Ja. Hast du von der Legende über den Bevasee gehört? Auch ich konnte es kaum glauben, als ich zum ersten Mal hörte. Aber man sagt, dass ein lebendes Schwert in diesem Wasser sein soll. Wenn das wahr ist, dann würde es sich gut als mein tausendstes Schwert machen. Diese Brücke ist ein neumodischer Schnickschnack. Mit einem Befehl kann ich sie passierbar machen, mit einem anderen unpassierbar. Wie man sieht, ist es ein guter Platz zum Fischen. Ich bedauere, dass ich den Zugang zur Stadt blockiert habe, aber ich fürchte, die Brücke muss so bleiben, während ich das lebende Schwert fange. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ja, das ist kein einfacher Angelsflug für mich. Das ist ein echter Kampf mit dem lebenden Schwert. Deshalb muss ich mich mit der richtigen Waffe ausrüsten. Die Sangrüte drüben beim Sachhändler der Stadt wäre perfekt. Oh, du sollst sie sehen. Sie ist vom reinsten Weiß wie frisch gefallener Schnee. Und diese Sangrüte besteht keine Aussicht auf Erfolg. Ach wehe, es scheint, als könnte ich sie mir nicht leisten. Ach, was soll ich nur tun? Das ist blendender Schnee, die Angelrute vom Sachenhändler. Mit dieser hervorragenden Angelrute habe ich zumindest eine Chance gegen das blendende Schwert. Und jetzt ein gutes Jugend gibt sie mir. Ja. Was für ein glücklicher Tag. Ich habe noch nie zuvor geangelt, aber es sollte nicht so schwer von einem guten Schwertkampf unterscheiden. Nun geht's los, das tausendste Schwert fangen. Ich werde mich meinem tödlichen Zweikampf mit dem Schwert zu fangen in den lebenden Schwert stellen. Ja, gut. Ich angle jetzt mit dieser Angelrute schon einige Zeit. 10 Sekunden. Aber das lebende Schwert hat noch nicht angebissen. Aber wie gesagt, wie sagt man so schön? Eine mit Weile. Ich werde hier so lange sitzen bleiben, wie es halt dauert. Ami? Der Kapuzenkopf wird uns niemals rüberlassen, wenn das so weitergeht. Zeit für ein bisschen deine Angelmagie.
Zeig ihm, wie du das machst. Angel das lebende Schwert aus dem See. Jo. Pa. Dieser Kapuzenkopf ist ganz schön anstrengend. Ich frage mich, ob es so etwas wie ein lebendes Schwert überhaupt gibt. Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Male einfach einen Strich vom Angelrute zum Fisch. Ich weiß zwar nicht so genau, wonach wir hier fischen, aber lass es nicht entkommen. Ich glaube, ich habe etwas am Haken. Ohne dir kaputten Kopf. Zieh, lass ihn nicht entkommen. Kilifisch gefangen. Ah, wir müssen es ja andersrum machen. Diesmal wird er mir nicht entkommen. Hol dir gar einen Putzenkopf. Ein Grundel. War ja klar, dass dann irgendwann das große Ding kommt. Diesmal wird er mir nicht entkommen. Hol dir Kapuzenkopf, ja. Was sagt die Hilfe? Kann ich noch irgendwas machen zum Cheaten? Nein. Okay, der hält was aus, der Bursche. So. Jetzt hat er ihn. Drei Hiebe hat er gebraucht. Dingfisch, das lebende Schwert gefangen. Ich will immer das Lebendige sagen. Den Gott sei Dank, endlich. Endlich habe ich mir meinen Traum erfüllt. Ah ja. So, das ist also das lebende Schwert. Das heißt, ist es also, wo ich die ganze Zeit hinterher war? Ach, nimm's nicht so schwer. Ich meine, es war schon ein großer Dingfisch. Und ein Ding ist so eine Art Schwert, nicht wahr? Und außerdem, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, einen Meeresfisch in einem See zu fangen? Hör auf, mich trösten zu wollen. Aber nun genug damit. Ein Mönch steht immer zu seinem Wort. Ich werde die Trickbrücke wieder passierbar machen. Das war alles. Er ist auf dem Hintern gehopst. Ich bin zu der Einsicht gelangt, wie töricht meine Besessenheit von Schwertern ist. Aber Angeln, das ist ein wirklich erstrebenswertes Ziel. Ja. Ich würde mal sagen, der Gift kommt da drüben her. Naja, aber gut. Wow, stopp, Ami. Ich dachte, der Nebel käme aus dem See oder aus den Bergen. Also was ist das für ein Zeug, das dort vom kaiserlichen Palast aufsteigt? Lass es weitergehen, Fake-Null. Ach, das da hinten ist der Palast.
Ah, Wacker. Sieh an, sieh an, wer kommt denn da? Warum hast du so lange, warum hat das so lange gedauert, my friends? Ach, nicht du schon wieder. Nun, du kannst es nicht reinlegen. Wir werden nicht vergessen, was du mit uns in Oroshis Höhle gemacht hast. Warum tauchst du überhaupt immer dort auf, wo wir sind? Was wirst du diesmal? Excuse me, aber ich habe keine Zeit, euch zu folgen. Weißt du, ich bin damit beschäftigt, was zu suchen. Pah, du bist mir ja ein Prophet. Solltest du nicht wissen, wo du suchen solltest? Nun, vielleicht ist Suchen nicht das richtige Wort. Ich weiß bereits, wo es ist. Es ist nur, dorthin zu kommen, dann weiß ich, das ist ein bisschen schwierig. Ohne dich zu erwähnen, dass ich es schnell und ohne Probleme möchte. Schnell und ohne Probleme. Warte einen Moment. Sag mir nicht, dass du es bist, der hinter diesem abgefahrenen Nebel steckt. Ist das Teil deines Plans, die Stadt zu übernehmen und die Welt zu erobern? Du führst immer nichts Gutes im Schilde, deshalb würde es mich nicht überraschen. Die Welt? Gar nicht so schlecht, mein kleiner hüpfender Freund. Du liegst gleich mal so falsch. Ich suche die Anderwelt. Ich suche den Pfad in den Himmel. Ein Pfad in den Himmel? Oh, jetzt hör schon auf, den Busch. Hör schon auf den Busch zu klopfen und sag uns, was in deinem Kopf vorgeht. Hehe. Dieser Pfad betrifft euch auch, my friends. Hä? Ich ignoriere dich einfach und geh weg. Tschüss, Wacker. Nein, warte, Ami. Lass uns mal sehen, was der mächtige Prophet zu sagen hat. Nö, kein Bock. Dann gehe ich halt heim. Ach, Spaß. Diese Stadt ist in einem ganz schön schlechten Zustand, oder? Insbesondere dieser garstige Nebel, der die Menschen quält. Glaubst du, wir sind blöd? Wir haben dich durchschaut, mein Hübscher. Ha, wir haben dich voll und ganz durchschaut. Dieser abgefahrene Nebel und dein sogenannter Pfad in den Himmel. Du steckst mit Königin Himiko unter deiner Decke. Selbst eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzelnen Schritt. Also musst du Schritt für Schritt machen. Als erstes musst du dich um den Nebel kümmern. Es wird langsam aber sicher die Bewohner dieser Stadt umbringen. Wenn du zu lange wartest, dann heißt es bye bye. Der Schaden wird dann bereits angerichtet sein. Warum du? Du sprichst, als würde dich das alles nichts angehen. Du steckst doch hinter all dem. Gib es endlich zu. Sogar wenn ich das täte, was hilft es, hier darüber zu diskutieren? Ich denke, du solltest jetzt etwas wegen dem Nebel unternehmen. Wie wär's diesmal mit einem Hinweis anstelle einer Prophezeiung? Geht euch das Loch in der Wand, ihr Kleinen. Lass es mich so ausdrücken. Sogar die beste Verteidigung hat ein winziges Loch. Von der Größe eines Nadelöhrs. Oder irgendwie sowas. Verstanden, Darling? Dieser giftige Nebel ist ganz schön gefährlich. Wenn du zu lange wartest, dann heißt es bye-bye. Der Schaden wird dann wieder jetzt angerichtet sein. Ja, Hinweis. Kennen wir alles. Komm schon, Mami, ich habe genug von diesem Typen. Ja. Sollen wir durch die Tür? Nein, durch die Tür kommen wir nicht. Hier stehen die Leute an. Ich frage mich, wie lange es wohl noch dauert, bis ich an der Reihe bin. Dieser fürchterliche erstickende Nebel macht mich noch wahnsinnig. Ich bin froh, weil ich überhaupt irgendeine Arbeit schaffe in letzter Zeit. Ich komme mindestens einmal am Tag hierher, um Rao zu sehen, damit ich nicht verrückt werde. Ich bin heute gekommen, um Raos Predigt zu hören. Meinem alten Rücken geht es schrecklich, seit dieser Sitz an den Nebel gekommen ist. Aber Raos Predigten machen, dass ich mich sofort besser fühle. Ach, weißt du was? Lassen wir die Leute und gehen einfach rein. Und wir klauen die erstmal. Exorzismus M. Oh, hier ist sogar ein Spiegel. Na gut, dann können wir gleich speichern, nachdem wir die erhalten haben. Erhalten Land der Götter. Das war wieder die falsche Taste. Ja, das ist das, was Wacker gesagt hat. Und das ist, was Iso gesagt hat. Das will ich aber alles nicht. Reiseführer. Land der Götter. Man sagt, dass eine heilige Ebene, die göttliche Ebene, sich im Himmel über Nippon befindet. Diese Legende ist uralt und heute weiß niemand mehr davon. Ich habe trotzdem Kenntnis von diesem heiligen Platz. Eines Tages erzählte mir ein Mann eine seltsame Geschichte. Er sagte, die göttliche Ebene ist untergegangen.
Er bereitete die Schrecken der Zerstörung vor mir aus. Das war unglaublich, aber er schien die Wahrheit zu sprechen. Ich wünschte, ich hätte die Stärke, die Geschichte wiederzugeben. Ich fürchte, mein Pinsel kann diese Bürde nicht tragen. Scheinbar wurde die göttliche Ebene vor langer Zeit zerstört. Die Geister der Götter wurden heimatlos und bewohnten die Erde. Ich versuche nicht daran zu denken, wenn ich in den Himmel sehe. Ja. Wieder was aus Isons Geschichten. Warte. Warum hast du es so eilig? Ja, okay. Das ist dann wohl rau. Kein Wunder, dass alle mit dir reden wollen. Nun, wer hätte das gedacht? Ein Wolf hier an einem solchen Ort. Die Welt ist schon sonderbar. Bist du gekommen, um eine meiner Predigten zu hören, Wolf? Dann erlaube mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Rao. Ich bin die Regentin der Stadt Sai'an, direkt von der Königin Himiko ernannt. Ja, Wiggle Physics sind vorhanden. Priesterin Rao. Also, was ist es, was dich bedrückt? Oh mein Gott, die... hat die alte dicke Dinger. Ja, Isun. Wie bitte? Oh, du hast eine süße kleine Fee mit dabei. Ich heiße Isun. Übrigens, es sieht nur so aus, als ob ich auf eure Melonen gucken würde. Melonen? Ach, vergesst es. Ihr also führt den Laden hier. Nun, da ist ein abgefahrener Nebel über der Stadt. Und man hört von einem Wasserdach oder so etwas draußen vor der Küste. Und warum hat sich die Königin im Palast verkrochen? Die Menschen in der Stadt fallen um wie die Fliegen, wisst ihr? Wie kann sie so untätig in einem Moment wie diesem sein? So, du hast also auch die bösen Kräfte drüben in Ryoshima gespürt? Ich hörte, dass der verfluchte Orochi wieder erweckt wurde auf dem Shinsho-Feld und dass ein mutiger Schwertkämpfer ihn wieder vernichtete. Die Ausläufer der Wellen dieses Chaos haben auch Ryoshima erreicht. Der Wasserdach terrorisiert das Meer und ein übler Nebel bedeckt Sai'an. Das kennen wir schon. Und in den letzten Tagen hat sich die Situation noch verschlimmert. Ich weiß nicht, was mit unserem schönen Nippon los ist. Sie sagte was von Wellen des Chaos, die seit neuestem stärker werden. Ein unheimlicher Schatten stieg auf, als wir Orochi besiegten. Ich frage mich, ob das, was immer es auch war, seinen Ursprung hier an der Ryoshima-Küste hatte. Was murmelst du da, Isun? Nun, das wird ohne Zweifel ein Schock sein, aber der große Bezwinger des verfluchten Orochi steht direkt vor euren Augen. Er blickt die große Amaterasu. Was? Dieser Wolf? Aber ich hörte, es sei ein Schwertkämpfer namens Susanoo gewesen. Er hat vielleicht den letzten Stoß ausgeführt, aber ich sage euch, Ami hier hat die Hauptarbeit verrichtet. Und wenn ihr mir hier nicht glaubt, dann wird Ami euch gleich hier und jetzt ihre göttlichen Kräfte zeigen. Wann werde ich denn nun die göttlichen Kräfte deiner Freundin sehen, Isun? Ihr habt es so gewollt, Schwester. Komm schon, Ami, zeig ihr eine deiner göttlichen Pinseltechniken. Dumm, die dumm. Was war das? Hat es dir gefallen? Das war eine von Amaterasus göttlichen Kräften. Ein kleiner Vorgeschmack, was der göttliche Pinsel sein kann. Göttlicher Pinsel? Was für eine mysteriöse und furchterflüsse Kraft unterbeherrscht, Amaterasu. Da hast du ganz recht, Schwester. Es gibt nichts, das Ami nicht tun kann. Vielleicht könnte dieser Wolf mir bei meiner Aufgabe helfen. Eure Aufgabe? Was wollt ihr mehr? Ihr seid doch schon bestens ausgestattet. Vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Jetzt, wo ich meine Gebetsstreifen verloren habe, ist die Situation ohnehin hoffnungslos. Komm schon, spuck schon aus. Was wollt ihr von uns? Nicht so wichtig, vergiss es einfach. Jetzt, wo ich ihre Macht gesehen habe, würde ich um viele Gefallen bitten wollen. Aber ohne meine Gebetsstreifen kann ich gar nichts tun. Und wo hat sie die verloren? Okay, gehen wir mal ganz kurz hinten raus. Ach, da hinten ist unser Kampfgeistfreund schon wieder. Ja, und hier sind wir in dem Teil der Welt. Und das Wasser hier sieht aber auch nicht gerade gesund aus, aber wenn ich es mir so ansehe, hier ist kein Giftnebel gerade.
Nö, so wie es aussieht, wird dieser Bereich vom Giftnebel mehr oder weniger verschont. Aber nicht von der verfluchten Zone, hä? Ja, hier sind wir noch hier. So, die will uns nichts sagen, also speichern wir hier erstmal, weil ich brauche eine Pause. So, Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht wieder, wenn mich dieses Spiel nicht noch weiter fertig macht. Also bis dann.